Heute habe ich Lay's Roasted Chicken. Und zwar ist das eine Limited Edition. Ah, die gab es in zwei Sorten, aber das wollte ich irgendwie nicht, eigentlich wollte ich die auch nicht kaufen. Weil ich hatte die schon mal von einem, ich weiß nicht, ob es Lorenz war oder irgendwas anderes und Brathähnchengeschmack. Das irgendwie war das eine richtig, richtig, richtig schlechte Sorte. Und die zweite Sorte war halt irgendwas mit Tomate und noch was. Gab es aber im Angebot bei Penny für 99 Cent. Das ist sehr günstig. Normalerweise halt so Markenchips kosten so um die 1,89. Ich hätte auch, glaube ich, noch zwei mehr kaufen sollen. Da gab es noch Cheese and Onion und Sour Cream und Barbecue, glaube ich, auch. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen. Tomate und ach so, Tomato und Herbs. Diese Deep Cut Dinger von Lay's schmecken richtig geil, aber ich kann mich natürlich irren, aber ich hatte halt Lay's irgendwann mal früher in Schweden oder Skandinavien irgendwo da in der Ecke probiert. Und auch mal als Import. In irgendeiner Bestellung war halt original amerikanische Lay's-Chips dabei. Und vielleicht erzähle ich Quatsch und das stimmt gar nicht, aber dieser typische Original-Lay's-Geschmack, der ist halt hier überhaupt nicht vorhanden in Deutschland. Halt so, versteht ihr, was ich meine? Als ob sie einfach nur so deutsche Kartoffeln nehmen, einen deutschen Chipshersteller und dann schreiben sie Lay's drauf und dann war's das so. Irgendwie hatten Lay's Chips so einen ganz, 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 ganz besonderen Geschmack. Aber vielleicht erzähle ich da auch nur Quatsch. Smoked Bacon, Cheese and Onion, Sour Cream and Onion, gesalzen und Paprika. Ah, ich hätte mehr kaufen sollen. Jetzt habe ich irgendwie Hunger drauf. Und für 99 Cent ist richtig günstig. Kartoffelchips mit Brathähnchengeschmack. Die riechen etwas eigenartig. Es erinnert wirklich an Brathähnchen. Also mehr so halt, wenn man halt das selbst irgendwie macht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe, glaube ich, seit Jahren nicht mehr diese. Halt, es gibt doch diese Brathähnchenstände. Und da zahlst du, glaube ich, für so ein halbes Hähnchen, glaube ich, an die. Ne, 4 Euro nicht, 6 Euro, glaube ich, oder? Auf jeden Fall ist mir das immer so zu teuer gewesen. Und, aber das schmeckt halt, wenn man selbst im Ofen diese Hähnchenschenkel macht und richtig ordentlich Gewürze drauf macht. Aber das ist halt, es schmeckt halt nicht nach Hähnchenfleisch, sondern eher nach diesem frittiertem Fett irgendwie oder nach der frittierten Haut. Und das ist irgendwie sowas, was ich nicht im Chips-Geschmack haben will. Also ich finde sie nicht gut. Ich glaube, die waren schlechter bei der anderen Firma. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Man kann sie essen.
Aber das ist so ein, naja, nicht tranig, aber das ist so, naja, ich weiß nicht, so als ob man fettige Hähnchenhaut essen würde, so. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ist jetzt nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Na gut. Dann war's das. Vielen Dank fürs Zusehen und na? Heute habe ich Bagels. Und zwar in vier verschiedenen Sorten.